Heute ist der 9. April 2020, normalerweise ein wunderbarer Tag. Man sieht, die Sonne scheint und was ist morgen? Klar, Karfreitag, Ostern steht vor der Tür. Ostern ist ja eigentlich für die Reisebusbranche ein ganz besonderer Termin, denn an diesem Tag beginnt sozusagen die Saison offiziell. Hier befinde ich mich jetzt in Brandenburg, im nördlichen Brandenburg, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. In Segeletz, um genau zu sein. Und vielleicht erkennen es auch schon einige wieder in unserem Film Abgestellt. Ist auch dieses Unternehmen mit vorgekommen, und zwar Schröder Reisen. Ja, und das Traurige auch hier ist, nicht nur die Überlandlinienbusse sind abgemeldet, sondern eben auch alle Reisebusse. Eigentlich würde morgen hier eine Fahrt losgehen mit zwei Reisebussen zur Tulpenblüte nach Holland. Aber wo befinden sich die Busse jetzt? Genau hier, hinter diesen Toren. Und da öffnen sie sich auch schon. Und man kann bereits erkennen, es sind keine Nummernschilder, klar, abgemeldet. So, und die Tore geöffnet haben jetzt für mich Katrin Nowotny und Knut Schröder. Das sind die beiden Geschäftsführer von Schröder Reisen. Ja, und wenn man so in ihre Mienen guckt, optimistisch oder Freude sieht etwas anders aus. Ja, wir stehen jetzt hier quasi in der Halle, ne? Und hier sehe ich gerade 1, 2, 3, 4 Busse abgestellt, aber das sind ja noch nicht alle. Wie viele Fahrzeuge habt ihr denn gerade hier abgestellt? Oh, das ist ein ganzer Teil. Wir müssen auch fast selbst auch mit durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, den Doppeldecker verkauft, 2 kleine, 6, 7, die Zubringer, sind wir bei 10. Dann geht es hier drüben mit weiter. 10, 12, 14, 16 Fahrzeuge sind abgemeldet. 16 Fahrzeuge abgemeldet plus den Fahrradanhänger, weil jeder Cent zählt momentan, den wir doch mit sparen können durch diese Abmeldegeschichte. Ne? Es tut weh natürlich, diese Fahrzeuge mit abzumelden und auch dieses Paket mit Kennzeichen zu sehen, aber was will man nicht machen? Irgendwie muss man ja die Sache überstehen. Den Doppeldecker, den wir hatten, der ist schon verkauft, sonst würde er ebenfalls hier in der Halle mitstehen. Die Anzahlung für den neuen, der bestellt ist, wird jetzt erstmal verbraucht, um eben über diese Corona-Zeit mitzukommen. Und im Dezember gucken wir mal, wie denn die Sache mit weiterläuft nachher. Genau. Ihr habt aber auch noch zwei Linienbusse, glaube ich. Wir haben noch zwei Linienbusse, die sind noch im Einsatz. Die sind momentan unterwegs. Der eine fährt Küritz die Ecke dort mit rum und der andere ist hier bei uns über die Dörfer mit unterwegs. Wie gesagt, sind zwei Busse, die momentan noch im Einsatz sind. Das sind Fahrzeuge, die hier für den Behindertenverkehr gedacht sind. Die sind im Niederflurbereich eben mit und ist optimal für die Behindertenbeförderung. Aber auch dadurch, dass bei uns die Stefano-Stiftung geschlossen ist durch diese Corona-Krise, ist auch dort momentan kein Einsatz für diese Fahrzeuge. Wir machen jetzt seit über 10 Jahren, machen wir auch Radreisen hier im Landkreis bzw. auch im Land Brandenburg dennoch her und sind doch ganz gut in diesem Geschäft mit tätig. Aber auch da ist dieses Jahr ganz schlecht. Aufgrund Corona können wir eben nichts anbieten bzw. mussten eben doch leider die gut gebuchten Touren stornieren. Und aufgrund dieser ganzen Geschichte auch hier Kennzeichen abgemacht und abgemeldet, um eben dafür keine Steuern und Versicherung zu bezahlen, weil es nämlich ein hochwertiger Anhänger und da ist eben auch eine hochwertige Versicherung für drin, damit eben die E-Bikes keinen Schaden nehmen können. Na, momentan ist sehr ruhig jetzt geworden bei uns hier auf dem Hof. Es werden Kleinstreparaturen noch mit durchgeführt. Teile, die wir eben noch mit da haben, werden an die Fahrzeuge noch mit verarbeitet. Aber ansonsten so große Reparaturen oder Ausbesserungsgeschichten werden eben nicht gemacht, eben um die Kosten eben mit zu sparen, weil keiner weiß, wie läuft die ganze Geschichte mit weiter, wie funktioniert es. Ne? Wir gehen zwar immer noch positiv in die Zukunft eben mit, ne? Weil wir wollen weitermachen, weil 60 Jahre Schröder-Reisen kommt ja nicht von irgendwo, sondern ist ja eben über die Jahre gewachsen und unser Kundenstamm sagt eben auch, wir wollen wieder reisen, egal wohin. Seht bitte zu, dass ihr die Sache mitschafft. Ne? Ja, wir haben hier unsere Waschhalle, wo die Fahrzeuge gewaschen werden mit unserem Waschbären, den wir so liebevoll mit nennen. Die Jungs streiten sich sonst, wer darf als erster waschen. Aber jetzt, wir sehen, es ist leider leere, weil es ist nichts. Es ist keiner hier, wie gesagt, die zwei Fahrzeuge, die auf der Linie sind, die waschen sie abends mit durch, ohne Stress, ohne Probleme, war sonst anders.
Der Stillstand trifft ja nun auch in Ihrem Fall kein ganz kleines Unternehmen, ne? Und wir haben heute Ostern und ich habe gerade in den Nachrichten gehört, dass möglicherweise im Gespräch ist, nach Ostern ein bisschen den sogenannten Lockdown zurückzufahren. Haben Sie denn auch ein bisschen Hoffnung, dass es langsam wieder aufwärts gehen könnte, oder ist das im Bereich des Bustourismus etwas anderes? Also die Hoffnung haben wir, dass es mit weitergeht, denn nachher nach Ostern. Wir sind auch, beziehungsweise das Büro ist schon wieder fleißig dabei, eben neue Touren wieder auszuarbeiten, die regional und auch hier innerhalb von Deutschland mit stattfinden sollen, denn nachher, dass da ein kleinerer Katalog jetzt in Arbeit gegeben wird, damit die Gäste ihn zugeschickt bekommen, um zu sehen, was ist jetzt noch mit aktuell, was können sie mitmachen. Ne? Und dann hoffen wir, dass es wieder weitergeht. Und auch, wie gesagt, dass in der Schülerverkehr, der Behindertenverkehr, dass diese Sachen schon mal mit anlaufen und der Reiseverkehr dann nachher vielleicht wieder peu à peu mit dazukommt. Nun hört man ja oftmals, dass Unternehmen Glück haben, die ja auch Linienverkehr haben. Ist ja hier auch der Fall. Aber es stehen ja dennoch ziemlich oder fast alle Linienbusse. Ne? Und die beiden, die noch fahren, ich glaube, haben wir dann nicht auch ein Problem mit den fehlenden Fahrgasteinnahmen? Ja, das ist natürlich auch der Fall. Ne? Die Fahrgasteinnahmen sind nicht vorhanden. Dementsprechend wird dort eben auch weniger Umsatz mit sein. Ne? Was dann von den Kommunalbetrieben ja auch zu merken ist, und die können es ja dann auch nicht so mit weitergeben, denn nachher mit. Ne? Also es trifft eben alle. Ne? Egal, das heißt, ob ein kleiner oder groß. Wir haben schon die Einnahmen, die festen Einnahmen, die ja dort vereinbart sind, aber eben diese Zusatzgeschichte durch diese Fahrgeldeinnahmen, die sind natürlich jetzt nicht gegeben. Ne? Die Fahrzeuge, die jetzt hier hinten zu sehen sind, die gehen erst dann nachher wiederum im Verkehr, wenn die Sache geöffnet wird, beziehungsweise wenn dieser Behindertenverkehr wieder mit anläuft dann nachher. Ne? Wie gesagt, ein Fahrzeug, das hier ein Kennzeichen noch mit dran hat, die zwei, die sind versicherungstechnisch eben mit abgemeldet, weil ja Steuern sind ja befreit, die Fahrzeuge. Dadurch braucht man die Sache nicht mehr machen. Konnte man mit der Versicherung so eben mit handhaben, ne? Dadurch. Und wenn der Schülerverkehr nachher mit anläuft, ja, dann sind ja auch die Fahrzeuge wieder im Einsatz. Da haben wir jeden Tag drei Fahrzeuge, die komplett im Schülerverkehr mit drin sind. Zwei Fahrzeuge, die im Behindertenverkehr komplett mit eingebunden sind. Und ein Bus ist dann nochmal auf eine kleine Runde mit 50 Kilometer für eine spezielle Schule gedacht dann nachher. Und wie gesagt, wir haben eben, um auch diese Kosten mitzusparen, haben wir eben gesagt, ja, wir, hört sich makaber an, aber wir haben von den Reisebussen die Tanks eben leer gepumpt wieder, weil es muss kein Reisebus jetzt da mit 400-500 Litern da in der Halle mitstehen. Und die Literzahl, die können wir auf den Linienbussen, auf die zwei, die jetzt hier noch mitfahren, können wir so mitverarbeiten. Da brauchen wir dann nicht den Tankwagen mitkommen lassen, beziehungsweise müssen dann nicht anderwertig mit tanken, obwohl der Diesel momentan günstig mit ist. Aber da sind wir schon mal einen Monat mit weitergekommen jetzt in diesem Fall mit, ne? Weil wir jetzt erstmal die Fahrzeuge leer gemacht haben, und funktioniert eben auch. Ne? Und so versucht man eben jeden Cent irgendwo mit rauszusparen. Ne? Apropos jeder Cent, nun haben Sie ja gerade einen Doppelstockbus verkauft. Das war, glaube ich, ja auch im Vorfeld schon vereinbart, ne? Das war klar gewesen, war geplant gewesen. Wir hatten letztes Jahr uns dazu durchgerungen, das zweite Mal uns einen neuen Doppeldecker eben mit zuzulegen. Ein wunderbares Fahrzeug, was sich jetzt der Kollege damit aussuchen konnte, mit Glasdach und vielen Schnickschnack da eben mit drin. Also schon ein Traum für einen Busfahrer, eben mit auf so einen Bus zu bekommen. Und dann den 531 ist ja schon die Königsklasse in puncto Doppeldecker mit. Und da sind wir auch ganz stolz eben darauf, hier bei uns im Land Brandenburg, dass wir eben so ein Fahrzeug mit besessen. Und wir hatten damals auch im Land Brandenburg den ersten 431 hier bei uns auf dem Hof. Da war man schon richtig stolz mit drauf. Und jetzt haben wir den letzte Woche zum Händler gebracht nach München und tat natürlich verdammt weh, da diesen Wagen mit abzuliefern, abzustellen. Der Fahrer, dem hat eben auch die Tränen in den Augen gestanden. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass es, oder es geht weiter. Wir hoffen nicht, es geht weiter. Und dann kommt zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres dann nachher der neue 531. Und dann macht Ihnen das ein paar Sorgen, dass jetzt diese Großinvestition... Macht uns große Sorgen, weil wie gesagt, wenn der Kundenstamm, beziehungsweise er ist viel mit nach England unterwegs, mit den Schulen, mit Märkische Schülerreisen, wenn ich es mal so sagen darf, ist ein guter Partner von uns eben mit auch, ne? Und auch andere Gruppen und Vereine, die hier regional mit sind, da ist dieser Wagen im Einsatz gewesen, und das ist natürlich momentan alles mit zusammengebrochen. Können nachher gerne im Büro mal die Gruppenkatalog mit sehen, der an Stornierung mit sind. Der ist schon ziemlich dick jetzt, ne? Und aber die Gruppen sagen eben auch, wenn es weitergeht, wir sind wieder mit dabei. Und es ist natürlich positiv, sowas eben auch
zu hören. Ja. So, hier sehen wir ein O3500 und dieses Schild ist hier angebracht an einer Omnibushalle. Wo stehen wir denn hier gerade? Tja, wir sind hier noch in Segeletz auch. Das ist unser alter Betriebshof. Früher war hier bloß eine Scheune gewesen. Hier im Durchgang war die Grube gewesen. Und hier hat unser Vater 59 angefangen mit seinem Busunternehmen, was er von Fritze Heller aus Drez mit übernommen hat, der in Rente gegangen ist. Und so hat er dann nachher seinen Betrieb hier aufgebaut. Früher war, wie gesagt, in der Scheune eben, hat er an dem VW Käfer gebaut. Er hat angefangen gehabt mit einem VW Kübel, den man hier im Wald zusammengesammelt hatte aus dem Krieg, eben die ganzen Teile, der dann umgebaut worden ist als Brotauto und Filmauto, beziehungsweise hat eben die Brot- und Filmrollen hier in den Dörfern oder zu den Leuten eben mitgebracht. Ne? Und so ging es los. Und dann, wie gesagt, 59 hat er den Bus von Fritze Heller mit übernommen und hier sein Busunternehmen gegründet. Hier vorne haben wir dann auch unser altes Familienhaus, beziehungsweise wo eben ja, Schröder Reisen oder Schröder gewohnt hat. Dann hat er hier den Hof gehabt. Wurde dann eben als Halle Stück für Stück mit ausgebaut, mit Grube und allem drum und dran und auch Wäsche. Aber es reichte dann nachher nicht mehr aus. Der Hof war voll, hier standen Busse ohne Ende und auch auf der Straße. Und dementsprechend mussten wir eben hinten, wo wir vorhin waren, den neuen Hof mit anlegen, bauen, machen, tun, dass es eben alles geklappt hat. Ja, und jetzt die Leidenschaft, man sieht es ja da oben, ist der 3500. Und diese Leidenschaft ist natürlich als Kind irgendwo drin geblieben. Dementsprechend stehen jetzt hier drinnen doch drei Schmuckstücke, die irgendwann mal vielleicht aufgearbeitet werden. Es ist hier vorne, sieht man in Rot, ist ein alter Setra-Bus, ein S140 ES ist das. Das ist ein Überlandlinienbus, ist einer der letzten in dieser Ausstattungsvariante. Da habe ich noch nichts wieder weiter gesehen. Dann haben wir noch ein 321 Mercedes mitzustehen. Und die letzte Errungenschaft, die ich hier mitbekommen hatte, war ein Setra 211 HD mit einem Heckeinstieg, was eben auch eine absolute Seltenheit mit ist. Und hinten in der Halle steht der 208, der im Einsatz eben mit ist und da auch gerne Oldtimerfahrten, Hochzeitsfahrten und auch für Film schon gebucht worden ist. So, wir stehen jetzt vor dem Reisebüro und links daneben befindet sich ein durchaus interessantes Fahrzeug. Was gibt es denn dazu zu sagen? Tja, das ist ein T2AB, so ein Spitter-Modell, wie man so schön sagt, in Fachkreisen. Und wir haben mit dieser Libelle, beziehungsweise unser Vater hat mit dieser Libelle mal angefangen, eben Schröder-Reisen oder dieses Busunternehmen Schröder eben mit aufzubauen. Er hatte zwar nicht die Original, also nicht diese Libelle hier, das ist nicht die Originale, wie er angefangen hatte, weil zu DDR-Zeiten gab es das nicht. Da wurde hier im Drezer Wald, ja wie gesagt, die Teile rausgesucht und mit einem Fahrgestell vom VW Kübel und dann wurde, glaube ich, in Wurzen oder irgendwo hier im Osten, wo eine Karosseriebaufirma, die dann diesen VW-Bus mit nachgebaut haben, mit Anbauteilen vom Wartburg, um dann anschließend eben diesen VW-Bus mit darzustellen. Wir haben drinnen noch Bilder einer Ahnengalerie, die ich Ihnen gerne noch mit zeigen kann. Und ich sehe schon, da hinten haben wir ja was ja. Ganz Originales. Ne? Ja, hier haben wir natürlich noch originale Koffer, denn extra dafür mit schönen Aufklebern, die man oder Sticker, wo man eben mal gewesen ist, ja. Und auch von der Lufthansa hier noch mit dabei. Und er wird eben gerne gebucht, auch für Hochzeitsfahrten. Das ist ja eine beeindruckende Galerie hier. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, auf die ganze Galerie. So, und wie gesagt, hier ist, wo haben wir ihn? Hier unten ist er. Da haben wir dann nochmal die Libelle. 53 bis 56 ist damals in Leipzig die Ausstellung mit gewesen. Und wie gesagt, die Fachleute kennen es oder werden es eben sehen, dass es keine originale T1 ist, sondern eben dieser DDR Nachbau. Ja, und ansonsten sieht man hier tatsächlich Bilder, also 60 Jahre Reisebus, 60 Jahre Schröder-Reisen, ne? Mit ja. Allen Erinnerungen, die einem auch keiner und auch kein Virus quasi nehmen kann. Ne? Das ist. Ne, da sind wir auch ganz stolz eben auf diese Geschichte, eben auch auf diese Ahnengalerie. Und hier, wie gesagt, haben wir noch ein Bild, wo wir ganz stolz drauf waren, dass eben Schröder-Reisen einen funkelnagelneuen 431 aus dem Werk in Ulm mit abgeholt hat. So, ich sehe, jemand arbeitet hier noch, ja? Das heißt, genau. Sie sind nicht von Kurzarbeit betroffen, und aber auch normal voll angestellt hier, ja? Ja, genau.
Was ist Ihre Aufgabe hier? Ja, ich betreue die Gruppen, die Kirchengemeinden, einige Klassenfahrten, Kreisbauernverband, Innungsfahrten. Ja, damit beschäftige ich mich das ganze Jahr über. Zur Jahresmitte geht es dann los mit dem Katalogeinkauf fürs nächste Jahr. Ja, und das heißt, da hat man natürlich auch jetzt natürlich immer zu tun. Ja? Genau. Derzeit habe ich immer im Blick, dass wir die kostenfreien Stornotermine einhalten und mit den Hotels verhandeln, ob wir das vielleicht verlängern können aufgrund der derzeitigen Lage. Und die sind aber eigentlich alle kooperativ, weil sie hoffen, dass es irgendwann weitergeht. So, wir sind jetzt hier im Reisebüro. Teil von Schröder Reisen und das ist sozusagen Ihr Gebiet, ja? Genau. Wie stellt sich denn jetzt aus Reisebürosicht gerade die Situation da bei Ihnen? Naja, ich sag mal, es ist eine einzige Katastrophe. Ne? Alle Buchungen sind auf Null bis, ich sag mal, den Mai durch. Im Juni fängt es langsam an, dass die Buchungen, was unseren eigenen Katalog betrifft, storniert werden. Die Anmietung ist schon bis Mitte Juni alles abgesagt. Schülerverkehr findet in diesem, also Schülerverkehr Ausflugsfahrten, sag ich mal, als Klassenfahrten, so ist es richtig, als Klassenfahrten gibt es in diesem Jahr gar nicht mehr. Die sind komplett storniert bis zum 31.12., also nicht nur das Schuljahr durch, sondern bis 31.12. Ich sag mal, das bedeutet für uns in Zahlen um die 160.000 Euro Minus, die wir auch mit keinem anderen Geschäft kompensieren können, weil man ja auch überhaupt nicht weiß, wird der Reiseverkehr anlaufen oder nicht. Ja. Das ist schon, ich sag mal, ziemlich schwierig. Und ich sitze wenigstens jede Woche ein- bis zweimal neu hier und rechne, wie weit kommen wir, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Wie ist es, wenn Sie jetzt hören, möglicherweise, dass der Lockdown Schritt für Schritt jetzt gelockert werden soll? Haben Sie da auch für sich ein bisschen Hoffnung für Ihr Gewerbe? Oder? Ich hoffe ganz stark und hatte gestern auch das Vergnügen, mit einem Landtagsabgeordneten sprechen zu können und habe dem auch meine Ideen vorgetragen, wie ich mir das vorstellen könnte, dass man vielleicht sagt, nicht mehr 50 Mann in einem Bus oder 48, sondern nur noch die Hälfte, sprich 24 oder vielleicht auch nur maximal 20, aber das wäre für uns immer noch mehr als das, was wir jetzt haben, nämlich nichts. Ich sag mal, klar, muss der Kunde dann 5 bis 10 Euro mehr bezahlen für jede Tagesfahrt, aber wir könnten wieder fahren. Ich sag mal, die Männer könnten wieder ihrer Arbeit nachgehen, was sie sehr vermissen, und die Kunden warten ja auch drauf, dass es wieder losgeht. Wir haben so viele liebe Kunden, die anrufen und sagen, ihr müsst weitermachen, ihr müsst es für uns schaffen, wir wollen wieder reisen. Das ist interessant. Also da ist jetzt nicht eine große Verunsicherung, wie man ja auch oft hört, dass man sagt, nee, die Leute wollen jetzt nicht mehr in die Busse. Ja, doch, gibt es auch. Also das ist unterschiedlich. Aber ich sag mal, die Mehrzahl der Gäste sind so, dass sie sagen, sie wollen mit. Ich sag mal, manche schreiben uns das auch. Ich sag mal, wir hatten neulich eine Kundin, die wohnt in Nauen. Die sagt, vergesst mich gar nicht, ich will bei eurer ersten Tour dabei sein. Ruft mich ja an. Ja, machen wir, wir rufen an. Und so ist, ich sag mal, die breite Masse ist so, ich würde mal sagen, 80% wollen unbedingt, 20% sind verunsichert. Wie es nachher am Ende wirklich ist, man weiß es nicht. Weil ich sag mal, unser Klientel ist nun mal ja, 60 plus. Man weiß es nicht. Nun habe ich gehört, dass jetzt endlich auch die Tage bei Ihnen die Soforthilfe vom Land angekommen ist. Ja. Richtig, genau. Wie stellt sich denn überhaupt die Situation im Reisebüro dar? Also haben Sie hauptsächlich Busreisen oder bieten Sie eben auch andere Arten an? Nein, wir haben, ich sage mal, hauptsächlich Busreisen, das ist unser Schwerpunkt, aber wir bieten halt auch alle Pauschalreisen an, das bearbeitet Frau Rogge, und da halt eben AIDA und TUI, wie sie alle heißen. Alle großen Unternehmen verkaufen ja auch mit. Aber das ist für uns nur wirklich ein geringer Teil. Wir sind wirklich hauptsächlich Busreiseveranstalter. Und wie ist da das Verhältnis Inland-Auslandsfahrten, kann man das sagen? Bei unserem Katalog oder bei unserem, ich sage mal, 50-50. Weil man hört ja oder man geht davon aus, dass möglicherweise es schneller gehen könnte, im Inland wieder Fahrten durchzuführen. Kein Problem, unsere Schublade ist voller Ideen. Wir warten nur darauf, die irgendwie umsetzen zu können. Also da sind wir wirklich, wir haben vorgearbeitet, und wenn es nur Tagesfahrten sind, was wir erstmal machen könnten, aber auch dafür liegen, ich sag mal, mindestens 10 neue Ideen in der Schublade, die wir umsetzen könnten, wollten. Ja.
Sie haben doch bestimmt einen Katalog für dieses Jahr. Genau. Können Sie den gerade mal zeigen? Ja. Weil ich gehe mal davon aus, dass davon erstmal nicht so viel übrig bleiben wird, oder? Ja, ist nicht. Was wäre denn jetzt alles so noch gewesen, also gerade aktuell oder vielleicht auch? Na, aktuell fahren wir ja Pendel schon seit Februar bis Juni ran, Pendel jede Woche zur Kur nach Polen. Das ist erstmal bis, ja, ich sag mal jetzt 19. April alles abgesagt. Was danach kommt, muss man erstmal sehen, ob für uns es Lockerungen geben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Muss man abwarten. Wie ist es? Sie haben wahrscheinlich ein Publikum aus der Region hier vor allem. Richtig, Dingen, ne? Genau. Mhm. Wie sind Sie denn eigentlich umgegangen mit dem Thema Rückerstattungen beispielsweise? Wir erstatten alles zurück. Ich sag mal, meine Devise ist, wir wohnen hier ländlich. Ich möchte hier auch gerne wohnen bleiben und wir zahlen alles zurück, solange wir zurückzahlen können. Ich denke, dass wir es schaffen bis zum Ende, weil ich sag mal, ich möchte, falls wir es nicht schaffen sollten, anschließend auch noch einkaufen gehen können und nicht ein Messer am Rücken haben, weil ich vielleicht 3.000 Euro einbehalten habe. Also meine Devise ist, alles zurückzahlen, auf Null bringen und dann von vorne anfangen. Obwohl ich auch dazu sagen muss, wir haben wirklich 90% der Kunden, die sagen, 90 ist vielleicht übertrieben, vielleicht auch so 70-80%, die sagen, behalten Sie das Geld, wir wollen noch im Herbst wieder fahren, buchen Sie das dahin. Und ich bin aber der Meinung, weiß ich, was ich im Herbst fahren kann, dann buche ich es dahin, dann fange ich wieder an, um zu buchen. Ich möchte es zurückzahlen und einen sauberen Schnitt haben. Ich sage mal, wir haben inzwischen auch schon einige Kunden, die sagen, sie haben 50 Euro angezahlt oder 60 Euro angezahlt, behalten Sie das Geld. Mir hilft es nicht, aber für Sie ist es wenigstens eine kleine Anerkennung für all Ihre Arbeit, die Sie haben. Und so haben Sie noch Überweisungsgebühren, wenn Sie es mir zurückerstatten, behalten Sie das Geld. Legen Sie es in eine Kaffeekasse und jetzt habe ich schon gedacht, wir werden das Geld nehmen und irgendwann alle mit frühstücken und so hat jeder was davon, weil ich sag mal, das ist eine tolle Geste der Gäste, aber ja, ich sag mal, am Ende, so nett wie es ist, aber die 50 Euro würden uns wahrscheinlich nicht retten. Ne? Wie ist das Thema? Sie sind ja auch bei Hotels oder Veranstaltungen in Vorleistung gegangen. Ja. Wie stellt sich das da? Naja, da ist es im Moment so, dass wir gerade was unsere Kurreisen betrifft, da habe ich schon einige Anzahlungen geleistet, die ich noch nicht wieder zurück habe. Die Holland-Tour ist bezahlt, das ist ein Familienausflug, ich glaube, der ging auch nach Holland. Das ist auch bezahlt, ist auch noch nicht zurückgekommen. Also es ist noch einiges Geld, was so rumschwirrt, wo ich hoffe, dass ich es wieder kriege, was uns zugesichert wurde, dass wir es wieder kriegen, aber wie gesagt, noch nicht da ist. Das nächste, was wirklich ein großes Problem ist, sind Karten. Da habe ich gestern gerade ein Telefonat mit der Stage gehabt. Das Problem ist jetzt, ich sag mal, gut vom Tisch. Da wird es so sein, dass da ein Theaterkonto geführt wird. Auf das Theaterkonto wird unser Guthaben raufgebucht und so wir dann wieder fahren können, wird von dem Guthaben runtergebucht. Und ich denke mal, das funktioniert auch, da keine Bedenken. Wo es sich ganz anders, und wir fahren ja, ich sag mal, 4, 5, 6 Mal im Jahr zu den einzelnen Musicals. Wir sind Stage-Partner? Wir sind so ja Business-Partner. Business-Partner. Ja, genau. Ja. Wir sind zwar sehr stolz drauf, in unserer Region hier Business-Partner zu sein, was sich auch in unserem beklebten, gebrandeten Tina-Bus vorhin abgezeichnet hat. Nee, anders ist es und viel dramatischer oder schlimmer ist es bei diesen anderen Veranstaltungen, ich sag mal, wie Roland Kaiser, wie heißen sie jetzt alle? Caroline, hilf mir. Schlagerfest, genau. Genau. Da ist es so, dass es heißt, Sie kriegen das Kartengeld wahrscheinlich nicht zurück. Das gibt einen Ersatztermin. Aber wie wollen Sie, ich sag mal zum Beispiel beim Schlagerfest 100 Karten, wie wollen Sie 100 Mann wieder unter einen neuen Termin kriegen? Das passt nicht. Ich sag mal, und ob wir zu dem Termin, der dann vorgeschlagen wird, auch wirklich 2 Busse haben, um fahren zu können, weiß man auch nicht. Also das ist wirklich schwierig, da würde ich mir wünschen, dass da das Geld zurückerstattet wird. Und das passiert im Moment leider nicht. Und da muss ich auch sagen, haben wir unsere Kunden auch darüber informiert, dass ich auch das Geld nicht zurückerstatten kann, weil nicht eher da feststeht, wie das weiterläuft. Und man muss einfach mal sagen, wir haben hier Karten im Wert von 40.000, 50.000 Euro zu legen, ne? Die wir schon bezahlt haben, was der Kunde manchmal gar nicht verstehen kann, dass er nun sein Geld noch nicht zurückkriegt oder doch noch bezahlen muss, ne? Wie sieht es eigentlich aus, wie lange, glauben Sie, könnte man sowas noch durchhalten? Weil im Augenblick, also meine, was ich jetzt gerade gehört habe, so richtig viel Gelder im Augenblick kommen ja nicht rein. Ja, das bisschen aus der Linie, glaube ich, das macht ja am Ende des Tages auch nicht unbedingt den Kohlfett, oder? Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Das ist, ich sag mal, ist wirklich ein Minimum. Das reicht lange nicht. Wenn wir nachher wieder normalen, das ist alles eine Frage der Zeit, wann geht wieder was los? Wenn wir wieder normalen Schulliniendienst haben, dann ist es so, dass, ich sag mal, zumindest 2/3 der Kosten gedeckt werden. Mhm. Dann ist die Frage, wie wird sich die Mercedes-Benz-Bank weiterverhalten? Wir haben im Moment die Kredite der Busse gestundet. Das läuft in 3 Monaten ab, sprich April, Mai, Juni. Also ab 1. Juli müssen wir wieder zahlen. Wenn wir ab 1. Juli keine weiteren Einnahmen generieren können, ist die Frage, was dann passiert. Insofern sehen Sie sicherlich auch das Thema KfW-Kredite wahrscheinlich etwas kritisch, oder? Ja, ich möchte erstmal keinen in Anspruch nehmen. Solange wie es geht, möchte ich ohne Kredit. Weil ich sage mal, Kredite haben wir genug. Wir haben, oder ich habe mit der Bank aber auch schon telefoniert, dass wenn wir merken sollten, es wird eng, dann müssen wir auch einen KfW-Kredit in Anspruch nehmen. Oder wir werden dann irgendwelche Fahrzeuge wieder mit verkaufen müssen. Ja, aber wie gesagt, der Markt wird überschwemmt sein mit hochwertigen Reisebussen. Mhm. Und da wird sicherlich dann auch nicht allzu viel zu holen sein. Aber irgendwelche Lösungen wird man dann sicherlich mitfinden. Sag mal, was eine gute Lösung ist, dass man Kurzarbeit anmelden konnte und nicht angeben muss, wie viele Stunden. So können wir, sofern eine Tour wieder freigegeben wird, da kann ich wieder 2 Männer mit einigen Stunden oder 2 Fahrer mit einigen Stunden wieder arbeiten lassen, damit es sich irgendwie langsam wieder vielleicht normalisiert. Mal sehen. Wie ist das mit Ihren Fahrern? Verstehen die die Situation? Wie gehen die damit um? Ja, hundertprozentig. Super. Ja. Da haben wir auch richtig Glück, dass wir so ein gutes Fahrpersonal mit haben. Auch über Jahre schon, die hier in der Firma mit sind. Und wie gesagt, alle 14 Tage in etwa machen wir dann ein Frühstück. Gibt jemand irgendwie wieder vom Geburtstag noch mit aus oder Betriebszugehörigkeit über Jahre oder eben von der Firma machen wir dann nachher so eine Frühstückssache, wo wir uns immer wieder unterhalten können und dann bekommen alle auch mal wieder die ganze Lage oder Situation von der Firma, damit sie eben auch Bescheid wissen, wo wir stehen und wie es weitergeht und was wir so vorhaben. Ja, damit sie sich erstmal auch keine Sorgen machen und nicht, ich sag mal, das wäre ja unser größtes Problem, wir können vielleicht wieder fahren. Im halben Jahr oder dreiviertel Jahr und die Fahrer haben sich einen anderen Job gesucht, weil ihnen zu unsicher war. Und muss man ja auch im Hinterkopf behalten, weil die Fahrersituation wird, wenn es wieder losgeht, nicht besser sein. Also das werden einige Fahrer abgesprungen sein, weil Lkw-Fahrer werden ja teilweise noch gesucht. Und man muss ja auch sehen, es ist jeden Sonnabend, jeden Sonntag, jeden Feiertag. Ja, weil Busfahrer ist ja nicht nur ein Beruf, sondern ist eine Berufung. Ne? Den macht man nicht einfach so, sondern den macht man aus Überzeugung eben mit. Ne? Abschließend, können Sie heute schon einschätzen oder denken Sie, dass das Busgewerbe wieder zur alter Stärke zurückfinden wird? Es wird dauern. So schnell definitiv nicht. So wie wir noch im Januar, Februar da standen, wird es nicht mehr kommen. Da braucht man Zeit für. Vielleicht kommt es auch ganz anders und es boomt. Hm. Man kann es überhaupt nicht sagen. Man weiß auch nicht, man sagt zwar jetzt, oder die Kunden sagen jetzt, sie wollen raus unbedingt nachher, aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie werden die Hotels sich verhalten, werden die Preise exorbitant nach oben gehen in Deutschland, weil man vielleicht nicht mehr nach Europa reisen kann. Wie wird das ausgenutzt werden an anderen Stellen? Ne? Man weiß es nicht. Hm. Generell das ganze Preisgefüge, wie wird es werden? Ne? Ja. Weil wenn alles teurer wird, dann wird auch wiederum für den Urlaub weniger Geld übrig bleiben. Ja. Und dementsprechend werden die Leute etwas weniger verreisen oder mehr nochmal auf den Preis mitgucken. Mhm. Aber anschließend mit Dumpingpreise wieder zu starten hier im Busgewerbe, wird auch nicht funktionieren. Normalerweise nicht, aber es wird den einen oder anderen geben, denke ich, der das versuchen wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ich Sie heute so erlebt habe, Sie stecken nicht den Kopf in Sand. Nee. Und man erlebt ja doch hier so einen gewissen, gesunden Optimismus auch. Ich muss sagen, die ersten Nächte, wie das losging, hier so nach dem, hat mir schon gut eingerahmt, 11., 12., 13. März, bin ich nachts wach geworden und habe gedacht, oh, hast du ein Mist geträumt? Tja, dann ist der Traum vorbei, ne? Ja, und bist du dann denkst, nee, ist kein Traum, das ist echt Realität, was da gerade passiert. Ich habe die ersten Tage mal gesagt, mir rinnt die Firma durch die Finger und ich kann nichts machen. Das Telefon hat nur geklingelt, Absagen, Absagen, Absagen. Die Mails kamen eine nach der anderen hier. Das ist, also das hätte ich nie gedacht, dass man sowas so erleben kann. Ich habe ja die Sache ebenfalls, wenn man denn im Büro mit gewesen ist oder wenn ich jetzt ins Büro gekommen bin
Und habe die Mädels gesehen, also die haben des Öfteren wirklich gesessen und hier die Tränen in den Augen gehabt, wo man gesagt hat, das kann es nicht sein. Die Firma bricht zusammen, eine gute, florierende Firma bricht zusammen durch so eine Krise jetzt hier, wo man nichts für kann im Endeffekt. Wir haben alles richtig gemacht, immer vernünftig gearbeitet und auf einmal kommt so ein Schlag, wo man nicht mehr weiß, wie soll es mit weitergehen nachher. Ne? Aber dann nachher irgendwo versucht man eben einen Weg zu finden und zu sagen, komm, schaffen wir zusammen, schaffen wir gemeinsam, wir kämpfen dafür und wie gesagt, wenn nicht, dann fangen wir wieder klein an. Und dann ist es so. Holen wir unsere Oldtimer aus der Halle raus, die sind bezahlt, die Fahrzeuge, und fangen wir dann damit wieder an und arbeiten uns dann nachher wieder hoch zu den großen Fahrzeugen. Ne? Und da muss man auch sagen, haben wir wirklich viele Kundenanrufe und Kundengespräche gehabt, die gesagt haben, Mann, so ein renommiertes Unternehmen, sie schaffen es und wir halten ihnen die Treue und wir kommen wieder, wenn sie fahren können. Also das ist wirklich erstaunlich gewesen, wie viele Kunden uns da wirklich auch uns Mut zugesprochen haben. Ja. Herr Wegner, Sie fahren also heute am 9. April mit dem Linienbus, mit dem Überlandbus hier auf Linie. Ganz kurz, erstmal, von wann bis wann geht denn der Dienst heute? Also der Dienst hat um 5.12 Uhr begonnen hier in Segelez und endet auch wieder in Segelez um 17.45 Uhr. Wie lange ist dann ungefähr die Strecke oder wie viele Kilometer werden Sie dann zurückgelegt haben? Durch die Ferienlinie sind ja mehrere Pausen in der Linie, da komme ich ungefähr so auf 210 Kilometer. Mhm. Naja, schon ganz ordentlich für die Zeit naja, eigentlich. Ja, es ist wesentlich weniger, als wenn man in der Schulzeit fährt. Da kommen wir so ungefähr auf 260, 270 Kilometer. Ja, und das ist jetzt eine reguläre Linie? Die das ist eine reguläre Ferienlinie. Okay, also wenn keine Schule ist, dann wird genau und nach diesem Fahrplan richtig gefahren. Ist kein veränderter Fahrplan, nur wegen der Corona. Das heißt, normalerweise in den Ferien haben Sie ja auch nicht so viele Fahrgäste. Wie ist das jetzt gerade so ungefähr? Also auf der Linie sind also im Schnitt 10, 20 Leute weniger als in einer normalen Ferienlinie, sag ich mal. Man sieht ja auch hier, es ist abgesperrt, das heißt, kassiert wird hier nicht. Kassiert wird hier nicht, die Kunden steigen in der zweiten Tür ein und steigen darauf wieder aus. Also wir haben keinen direkten Kontakt zu den Fahrgästen. Wie ist das so für Sie? Also Sie haben ja dann eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen Glück, dass Sie noch weiter fahren können, ne? Ja, kann man so sagen. Also wir sind insgesamt sind wir 10 Fahrer, aber wir wechseln uns jetzt in der Zeit ab. Wir haben ja, wie gesagt, die Reisebusse fahren zurzeit nicht, wir haben nur 2 Linien. Also ist jeder mal dran und jeder muss auch mal zu Hause bleiben. Naja, so ist aber das ist halt trotzdem eine ganz gute Lösung. Genau, ist eine ganz gute Lösung von der Firma, dass wir, wie gesagt, abwechselnd fahren dürfen.